Fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Zombie-Apokalypse. I'm doing the Wim Hof method. This is Guy's caravan. Super nice view, as you can see. Ich habe ein Pferd gefunden. Hallo. Mein Abendessen. Ich reise morgen früh ab, und zwar Richtung Portugal. Hey, ihr Seriensuchtis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge bin ich immer noch im wunderschönen Monte Corto, da ich mich aufgrund der Corona-Situation und der in diesem Zusammenhang verhängten Ausgangssperre erstmal neu sortieren musste. Schaut euch dazu auch das verlinkte Video an, was meine Gedankengänge in diesem besonderen Moment gut aufzeigt. Außerdem musste noch das Voice-Over für die Hausaufnahmen gemacht werden. Das finale Ergebnis findet ihr auf meinem YouTube-Channel. Incorporated into the fabric of the house was three drop arch windows and a high central lantern seemed to link in the house's interior. So we're going for grocery shopping and it feels a little bit like The Walking Dead. There's almost no one on the streets. People are looking strange to each other. This is Guy's caravan up the hill. It's super nice view, as you can see. And it's a pretty big Airstream. It has an aluminium shell, like very typical for old American caravans. Yeah, and I put it here, and you can live here actually. You have full of water, electricity, everything is here. Good place, a good refugee to escape from all the panic. Oh no, I mean, there's no panic, but you can escape, enjoy your time here. It's really nice. Look at this view. Yeah, this would be a dream for me to be here, to live here. So let's see what Emma and Guy are doing. I think they're gathering some food together just to survive. Here he has some solar panels, about 100 or 120 watts each, so it's like 350 watts or something, 60, which is plenty enough. And what I'll show you now, it's a pretty nice terrace where you can sit and meditate and do yoga. Isn't that nice? Imagine doing some yoga meditation here. Wow, this is insane. Wow, well made, Guy, well made. It's really nice. I'm doing the Wim Hof method. Maybe you heard of this guy, so it's called Wim Hof. And he has developed a really good method, which has like three major points. And the first thing is a breathing technique. So what you basically do is breathe in and breathe out 30 times as fast and as strong as possible. The last thing what you do is exhale and then stop breathing without air in your lungs. And this is quite interesting because you can hold your breath like for 1 minute, maybe 2 minutes. Also free divers do pretty same method. Pretty interesting effect, you should try it. You feel dizzy
and you start to hear all the noises in the nature, and they're super present and you're super present. It's a pretty nice effect. So if you have time, try it. It's amazing. Yeah, and the second point is cold water baths. So you go regularly, almost every day, into cold water, as cold as possible. So the coldest water that I can find here is in the swimming pool. I think it's about 14 degrees. So I'm gonna jump in. I'll try to do this more regularly now. And since we have the coronavirus now, I have kind of time because I'm stuck, and I will use this to get more fit mentally and physically, of course. And the third method, just to complete this, is the third point of Wim Hof is to get conscious. So like meditation, sit down, concentrate on yourself, calm down. And yeah, this works pretty fine. It's a good man. Thank you, Wim Hof. That was pretty nice. It's pretty refreshing. I mean, outside in Spain we have about between 20 and 25 degrees for the last few days, but the water temperature is obviously colder, and I like it. Like, I want to do this more often now. I will do this every day. In the next days they said it will be colder, 15, 16 degrees, so it's not that warm, but still, I mean, it's not freezing, so I can go jump in. No excuse at this point. Ich habe mich gerade auf den Weg zu einer kleinen Wanderung gemacht. Es ist zwar Ausgangssperre, aber den ganzen Tag in der Hütte hocken, davon wird man auch irgendwie nicht gesünder. Außerdem gefährde ich ja keinen. Und ich glaube nicht, dass mir irgendjemand irgendwas hier sagt, wenn ich hier mitten in der Wildnis spaziere. Jo, die Luft ist frisch und schön. Es ist nicht ganz so warm, es sind 14 Grad. Aber zum Wandern eigentlich perfekt. Regnen soll es jetzt gegen Abend, das heißt, ich versuche mal hier den nahegelegenen Gipfel zu erstürmen. Es tut gut, einfach mal durch die Natur zu spazieren. Das macht den Kopf ein bisschen frei. Irgendwie, wenn man zu Hause sitzt, dann gehen einem komische Sachen durch den Kopf. Zum Beispiel, ist man krank oder ist man infiziert vom Coronavirus oder nicht? Das weiß man ja auch nicht. Ausbruch seit 2 Wochen. Ich war in den letzten 2 Wochen mit so vielen Leuten zusammen und so viele Hände geschüttelt. Das heißt, es kann auch sein, dass es mich trifft. Ja, dann kann man nur hoffen, dass man nicht zu den schweren Fällen zählt. Also 80% verlaufen ja eher glimpflich, wie so eine Grippe oder Erkältung. Aber auch irgendwie, man fragt sich so, ist das alles echt? Ist das real, was gerade passiert? Weil es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine leichte Zombie-Apokalypse. So Walking Dead-mäßig. Übrigens Walking Dead, The Walking Dead, die Serie. Die finde ich richtig gut. Insofern ja, habe ich irgendwie einen gewissen Gefallen an dieser Stimmung. Von der einen Seite, von der anderen Seite natürlich nicht. Ja, man fragt sich, ob das alles real ist. Ich meine, man hört von den vielen Infizierten und auch Todesfällen. Aber ich kenne keinen, der infiziert ist. Also zum Glück, aber es macht so ein bisschen dann surreal, ne? Weil man denkt so, stimmt das alles? Ist vielleicht alles erfunden, um irgendwie die Wirtschaft wieder auf ein gewisses Level zu bringen und danach wieder anzukurbeln, oder? Aber ich meine, so ein Verschwörungsding weltweit ist ja eigentlich Quatsch. Ja, spannend. Spannende Zeit. Ziemlich windig hier. Ich glaube, ich bin gleich ganz oben. Das ist steiler als ich dachte. Okay, ich bin doch nicht gleich oben. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe ein Pferd gefunden. Hallo. Das ist irgendwie neugierig, aber es traut sich nicht. Oh, okay.
direkt Besuch. Noch mehr? Oh oh. Hallo. Ich habe irgendwie nicht so richtig was zu essen für euch. Ich habe einen Müsli-Riegel ohne Zucker. Könnte gehen, ne? Pferde sind echt witzige Tiere. Abendessen. Ob die mich wohl verstehen? Irgendwelche komischen Nasenklammern. Ich mag Schweine irgendwie. Sind witzig. Eigentlich sind ja ein paar Pferde und Schweine gar nicht mal so etwas Besonderes, aber für mich war dieser Moment ein sehr emotionaler. Diese friedvolle Stimmung zu sehen und fühlen, während ich weiß und spüre, wie viel Angst und Verzweiflung da draußen in der Welt herrscht, lässt mich ehrlich gesagt verloren und hilflos wirken. Einer der Momente, wo ich mich unter einer Decke verkriechen und das alles aussitzen will. Doch auf dem Rückweg schenkt mir das Universum neuen Mut und ich plane positiv in die Zukunft. Oh mein Gott, ich muss bald mal zum Friseur, ey. Aber die haben alle geschlossen. Kein Friseur. Muss irgendwo auf dem Weg mal jemanden finden, der mir die Haare schneiden kann, glaube ich. Es ist der letzte Abend für mich in Monte Corto. Ich reise morgen früh ab. Und zwar Richtung Portugal. Ja, es ist eigentlich Ausgangsverbot in Spanien. Das heißt, ich dürfte eigentlich nicht zu Freizeitzwecken rumfahren. Ich fahre trotzdem nach Portugal. Ich habe ein Formular ausgedruckt bekommen von einem Workaway-Host, dass er mich dringend für Arbeitszwecke braucht. Ist teils sogar wahr. Das heißt, ich mache für ihn die Webseite ein bisschen neu und auch Videos. Trotzdem ist es natürlich so, dass es eigentlich nicht so gut ist, jetzt rumzureisen. Ich werde aber gucken, dass ich sehr vorsichtig bin, das heißt, nicht in Kontakt mit Leuten komme, um den Virus nicht weiter zu verbreiten. Das heißt, ich gehe da schon verantwortungsvoll mit um, kenne die Gefahren und passe entsprechend auf. Ja, ich freue mich mal jetzt wieder dann was Neues zu sehen und was Neues zu erleben. Es wird aber auf jeden Fall eine abenteuerliche Fahrt morgen. Das heißt, ich muss durch Spanien fahren, mal gucken, ob ich kontrolliert werde auf der Autobahn. Und dann muss ich natürlich noch die Grenze zu Portugal passieren, was da werde ich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit kontrolliert. Ich bin nämlich das rote Auto zwischen den ganzen weißen Autos mit meinem Van. Ja, bin mal gespannt, ob das morgen klappt. Alternativ, wenn es nicht klappen sollte, dann fahre ich wieder zurück nach Spanien quasi gezwungenermaßen. Und da habe ich auch noch mal ein paar Workaway-Hosts gefunden, wo ich unterkommen kann. Aber ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also ich bin selbst gerade in Quarantänetag. Oh, lass mich lügen. 9. Das heißt, ich brauche eigentlich noch 5 Tage, um ganz sicher zu sein, dass ich es nicht habe. Und bisher habe ich noch keine Symptome gehabt. Jo, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu meinem Host. Der hat mich nochmal zum Abendessen eingeladen, zum letzten. Wollte was Besonderes kochen. Das wird quasi heute die Verabschiedung sein. Und ganz, ganz früh morgens fahre ich dann los. Ich habe schon fast alle Sachen gepackt und muss ca. 200 Kilometer bis zur Grenze fahren, also 2,5 Stunden. Und dann wird sich zeigen, was passiert.
echt komische, schwierige Zeiten. Ich habe schon mehrmals mit den Gedanken gespielt, dann nach Hause zu fahren, habe mich schon damit abgefunden, aber irgendwie wettermäßig habe ich da keine Lust drauf, erstens. Zweitens ist jetzt dann bald Ausgangssperre in Deutschland, so wie ich gehört habe, oder Ausgangsbeschränkung trifft es eher. Ja, in Portugal ist es noch ein bisschen lockerer, also noch ist es eine Frage von Tagen oder einer Woche vielleicht, bis es dann auch in Portugal soweit ist. Die Fallzahlen steigen auch da an. Ja, aber ich hoffe, ein schönes Plätzchen für mich zu finden, wo ich erstmal bleiben kann und mit einem großen Grundstück, wo ich frei rumlaufen kann, mit einem See und so weiter. Und danach habe ich jetzt gesucht und gefunden und hoffe, dass ich da gut unterkommen kann und es mir gefällt und versuche, das Beste aus meiner Zeit zu machen, um mich da möglichst wenig einschränken zu lassen, aber natürlich auch verantwortungsvoll damit umzugehen und aufzupassen, dass ich das halt den Virus nicht verbreite. Da, wo ich jetzt hinfahre in dem Camp, die sind auch in Isolation seit, ich glaube, jetzt müssen es 14 Tage sein. Das heißt, wenn ich da ankomme, sind die sich auch sicher, dass sie es nicht haben. So sicher, wie man sich halt sein kann. Ne? Also man kommt halt doch immer irgendwie mit irgendwas in Berührung, wenn man unterwegs ist. Und dann passiert das halt. Drei Wochen war ich hier. Genau 3 Wochen. Oh, nochmal ein schöner letzter Blick auf den Pool. Das ist schon cool, ein Infinity Pool, ne? Da ist der Himmel, der spiegelt sich in dem Pool. Do I begin? No, you do, so you go. So, yeah, I'm sure. No! Oh, crap! Oh, that was lucky. Oh, that's funny. Don't use bad words. They will be on YouTube. Yeah, don't say S word. Jump speed. So the object is to get the most cards, In der nächsten Folge seht ihr, ob ich es bis nach Portugal geschafft habe oder nicht. Haut rein und hasta luego. Und vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen.